Na, wer hat Lust dafür auf... Wer hat Lust auf ein bisschen Super Mario Bros. 2? Red doch mal langsam und entspannt. Ich auf jeden Fall. Deswegen gehen wir jetzt in das Castle von Weltpilz und werden hoffentlich hier Lemmy oder was. Okay. Ich verstehe schon, ich bin hier nicht so ganz erwünscht, oder? Da war nichts. Ich will aber einen Pilz. Ich will einen Pilz. Danke. Ich bin, glaube ich, nicht so ganz erwünscht. Kann das sein? Oh, scheiße. Ich muss mir mal das runterfallen lassen, da kann ich nicht durchspringen. Ah, macht nichts. Ich gehe mal unten. Ich noch? Okay. Also das ist mal dein Castle, was sehr, sehr hektisch ist. Scheiße, ich muss an der Stelle groß sein, aber... Ich muss an der Stelle... Ich kann doch groß sein. Ich kann doch groß sein. Ich kann doch groß sein. Okay. Okay, haut ab. Okay, okay, ja. Easy, weg mit dir. Kaffee drauf. Zack. Sehr geil. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eine Blume im Inventar. Warum? Ich muss auch so. Ja. Fall mal um, dann kill ich dich. Dann soll ich da rein oder... Ich wollte gerade fragen, soll ich da rein oder weiter? Und dann dachte ich, ich guck mal weiter, aber zurückgehen kann ich immer noch. Und es hat sich in der Tat gelohnt. Dein Plastiker Nummer 2. Also ein Level, was sehr, sehr schnell vonstatten geht. Aber bisher stellen wir, glaube ich, gar nicht so schlecht an. Den kann ich killen. Den Tanuki nehme ich gerne mit. So. Und jetzt wird's. Jetzt wird's ein bisschen crazy. Jetzt wird's ein bisschen crazy. Oh, ich brauche mal kurz irgendwo Pause. Oh, meine Feuerblume zu lieb. Ich habe gerade meine Feuerblume nicht mehr einsammeln können. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Da oben ist was. Aber da brauche ich einen Tanuki. Da ist ein. Und hier ist nichts. Nein. Komm, da müssen noch irgendwo versteckte Glücke sein. Bitte. Irgendwas. Ich glaube, ich habe es da Nummer 3 verpasst. Und das war jetzt am Ende alles ein bisschen zu hektisch, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich glaube, hier ist kein versteckter Block mehr. Nein! Okay. Wir müssen nochmal mit Tanuki herkommen. Und da muss ich da hochfliegen. Macht man nix, wenn man sich davor so blöd anstellt. Da muss man halt auch die Folgen davon tragen. So. Mal schauen, wie ich mich jetzt gegen ihn anstelle. Es ist gar nicht Lemmy, das ist... Das ist Lemmy. Nein, es ist nicht Lemmy. Oh, wen verwechsel ich immer? Iggy und... Larry, das ist Larry, Freunde. Freunde, das ist euch, das ist Larry. Larry sucht nämlich ganz viele Freunde. Der ist gerade einfach nicht reingesprungen. Will ich doch gar nicht mal abfangen, nachdem du aus deinem Panzer rauskommst. Aber du bist gerade nämlich reingesprungen. So, jetzt hüpft er hoch. Mann, aber er hüpft mir auch direkt in die Nase. Also es wäre blöd, nicht auf ihn zu hüpfen. Ja, also die Kupferlänge, wie immer, eigentlich kein Stress. Jetzt möchte ich nur bitte daran kommen. Okay, machen wir das ganz vorbildlich. Ach, mir ist das wieder so super. Also gegen, am Anfang des Levels noch eigentlich alles recht gut gemacht. Am Ende dann ein bisschen unvorsichtig geworden, sage ich mal. Naja, holen wir doch... Ach ne, jetzt laufe ich gleich in die nächste Welt, oder was? Ja. Holen wir doch noch kurz die Starcoin nach. Und dann gehen wir hier in die Strandwelt. So, da wären wir. Jetzt muss ich nur noch mein Fliegen aufladen. Habe ich jetzt? Hey, du sollst fliegen, du Scheißteil. Jetzt hat. So. Okay. Ist das gar nicht hier? Das Secret ist irgendwo anders. Da muss ich von oben reinkommen. Nein! Oh. Flieg jetzt da hoch. Also ich muss... Anhand der Münzen soll ich erkennen, dass ich da von oben kommen muss. Und da muss ich da außen rumfliegen. Fieses Versteck. Auch wenn man natürlich die Münzen ziemlich offensichtlich sieht, muss man natürlich auch zugeben. Aber dahin zu kommen war nicht so einfach. Auf geht's in die dritte Welt. 3-1. Und das Ganze hier sieht eigentlich recht chillig aus. Passt doch jetzt genau zum Sommer. Perfekte Sommerwelt, würde ich sagen. Mit direkt einem Münzblock am Anfang und nervigen Chibi-Tips. Oh, die könnten jetzt schon anfangen, mich aufzuregen. Bitte lass sie ganz entspannt sein. Okay, jetzt sind sie immerhin golden und verteilen Münzen. Mögen tue ich sie immer noch nicht. Hier, was ist hier? Oh, schade.
nur ein Münz-Secret. Und ich dachte, Schnee wäre mehr. Oh Gott, jetzt muss ich hier perfekt timen, auf so einen Cheep-Cheep zu springen. Nein! Scheiße! Nein! Okay, wisst ihr was? Ich fliege einfach von hier. Machen wir es so. Hui! Und jetzt habe ich mein Tempo gefahren. Scheiße! Mann! Und... okay... was passiert jetzt? Münzen! Her damit! Ich will sie alle haben! Ich bin rich! Aber ich bin schön, wie da von oben Sonnenlicht reinstrahlt. Das sieht sehr, 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 sehr schön aus. So. Wenn die Pflanze sich da mal verziehen. Ist da jetzt rausgekommen? Okay, eine Feuerblume. Aber da oben ist doch bestimmt... gerade sagen, da oben ist doch bestimmt noch mehr. Wie wäre es denn mit Starcoin Nummer 2? Schön. Aber ich mag Cheep-Cheeps nicht, das ist das Problem. Das versaut einfach immer so ein bisschen die Laune, weil die einfach so random da irgendwo auftauchen. Wie soll man das denn alles... Da ist eine Münze. Ich sehe sie genau. Jackpot! 50 Münzen. Und jetzt lassen wir es mal kurz runterfallen. Da ist nämlich Starcoin Nummer 3, die habe ich durchglitzern sehen. Und richtig viele Goldringe sind hier. Also das Level heißt bestimmt irgendwie so... Golden Cheep-Cheeps oder so. Wenn es einen Levelnamen hätte. Was ich sehr cool finde, dass sie das in New Super Mario Bros. U geändert haben. Ich finde Levelnamen was sehr, sehr cool ist, wenn man einfach schon ein bisschen weiß, was einen erwartet. Aber wir haben es geschafft. Ich nehme mal nicht an, dass es hier irgendwo ein Secret Exit gibt. Deswegen denke ich, haben wir hier alles zu 100% geholt. Schön. Und irgendwie das Weltenwetter passt doch irgendwie zum aktuellen Wetter hier gerade. Denn es ist nicht allzu heiß. Ich würde so auf, ja, ich weiß nicht, 25 Grad schätzen oder so. Also eigentlich noch machbar, aber es regnet zwischendurch immer ein bisschen. Und dadurch, dass dann immer wieder sozusagen der Boden feucht wird, steigt diese ganze Feuchtigkeit auf. Es ist eine richtig heiße, nasse Luft, so richtig schwül. Und das zieht einen echt ein bisschen runter. Das hat mein Dad auch gesagt, das macht ihn irgendwie so total, keine Ahnung. Das macht ihn total fertig, diese Luft. Ich kann es verstehen. Ich finde es trotzdem chillig, dass ich jetzt trotz dieses Wetters eigentlich recht Bock habe zum Aufnehmen. Es kann wirklich sein, dass mich hier letztes Mal etwas beflügelt. Werdet ihr bestimmt... okay, oben oder unten? Ich gehe da, wo nur ein Münze... okay. Schauen wir nochmal, was man hier dagegen. Man kann da immer Pause machen, dann sieht man, ob man sich richtig entschieden hat. Ich gehe oben lang. Okay, hab davon aber nichts. Ich dachte so, da wo der schwierigere Weg ist, da ist da noch was. Aber wir haben immer die erste Starcoin. Wir haben uns richtig entschieden. Und da geht's runter. Ich will wissen, was da ist. Hui! Münze. Ah, ja, ich kapier schon. Ich muss jetzt bestimmt die Strömung ausmachen, dann schnell da runter. Okay, Moment. So, jetzt. Beeilung. Nicht oben, nicht zu hoch schwimmen. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, yes. Passt. Sehr gut. Starcoin Nummer 2 gehört mir auch. Ich habe sie gefunden. Kann ich die kaputt machen? Baby-Igloos. Die kenne ich gar nicht. Sehen aber süß aus. Was haben wir hier? Ein One-Up. Nein! Ein Sternchen. Brauche ich das? Gibt es des Öfteren, dass es dann irgendwo so Riesen-Igloos gibt? Aber hier nicht nochmal verlängern. Von daher denke ich mal, dass ich ihn nicht zwingend brauche. Vor allem, weil ich mir nicht nochmal holen kann nach der Haltenzeit. Ah, aber jetzt geht's vertikal weiter. Davor war der Levelaufbau horizontal, jetzt geht's vertikal weiter. Da könnte ich mir eine Goldblume holen. Oder auch nicht. Da muss ich hoch. Wie komme ich da rein? Hat es irgendwo einen P-Switch gegeben? Ich brauche einen Tanuki hier, oder? Ich brauche einen Tanuki? Nein! Ich habe viele Dutzend Starcoin verpasst. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ätzend. Das ist doch nervig. Das regt mich jetzt richtig auf. So, ihr müsst alle dafür sterben. Hä? Ich hab... ist da ein Secret Exit? Die dritte Starcoin war jetzt einfach so auf dem Weg. Da muss da doch ein Secret Exit sein, oder? Yay. One up. Ich schaue mal auf die Weltenkarte, ob sich hier ein Secret Exit anbieten würde. Weil, wenn nicht, dann ist da ja wahrscheinlich einfach nur ein Münz-Secret, oder? Jetzt schauen wir mal. Nee. Höchstens, dass es hier geradeaus weitergeht, aber...
Ich werde das mal abchecken. Ich hole mir jetzt hier aus dem Pilzhaus einen Tanuki und werde das Ganze dann mal abchecken. Interessiert mich jetzt einfach. Ich glaube, dass das kein wichtiges Secret ist, aber ich will es nicht verpassen. Nicht, dass mir dann am Ende nicht die 100% irgendwo angerechnet werden. Weil ich hier den Secret Exit nicht gefunden habe. Schauen wir mal. So, da sind wir. Aber ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Ich brauche eine Goldblume. Nee, ich komme da. Ich brauche eine Goldblume, aber. Nein, dann wird da, glaube ich, nichts Wichtiges sein. Keine Ahnung. Weiter geht's. Ich habe gerade voll vergessen zu reden, Mann. Ich dachte so, ja, ich bin ja immer noch im Cut, da muss ich ja gar nicht reden, aber das Ganze ist ja jetzt ein neues Level. Was zur Hölle? Freunde, es geht jetzt natürlich weiter. Dieser scheiß Strom, dieser scheiß Strudel da unten nervt mich jetzt schon so ewig. Haben wir eine Feuerblume? Die brauche ich aber eigentlich nicht so. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Wasserwelten. Ich finde es chillig, wenn es so ein Strandlevel ist. Da geht's rein. Wenn da halt so, keine Ahnung, Krabben sind und man ist am Strand und es kommt so chillige Musik und so. Ich muss sagen, unter Wasserleveln bin ich kein Fan. Allerdings ist ja Goldblume umso mehr. Sehr geil. Okay, dann schauen wir mal, ob wir mit Goldblume hier das Ganze ein bisschen rocken können. Und wir werden direkt mal Starkan 2 ausgelassen. Und wir haben sie direkt. Starkan 1 meine ich natürlich nicht 2. Kann ich da auch mit? Ah, ich kann da auch mit. Diesen Goldbällchen reinwerfen. Wie viel kommt da raus? Ah, jetzt nichts mehr. Jetzt ist hier ein Stern. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir den irgendwo brauchen. Vielleicht hier bei dem irgendwo. Nein. Kann ich irgendwo rein? Ich finde es voll geil, Gold Mario zu sein. Man ist einfach der King. Als Gold Mario ist man einfach der King. Ohne Frage. Und das feiere ich. Da unten kann ich rein. Mit Gold Mario natürlich ganz easy. Und wenn jetzt hier Starkan 2 ist, dann ist auch. Okay, das ist sogar ein Secret extra nur für Gold Mario. Das merkt man schon hier ran. Aber ist dann auch das Starkan 2? Weil ich meine, man kann ja nicht voraussetzen, dass man Gold Mario ist. Nein, das ist kein Starkan. Weil das ja, weil man ja nur durch den Zufallsblock die Goldblume bekommt. Ich hätte wieder relativ weit vorne ausgesetzt. Ich verpasse jetzt wieder irgendwas, oder? Ja! Man wird dauernd nach den Starcoins rausgelassen. Wie fies ist das denn? Man muss immer zurückschwimmen. Aber immerhin habe ich einen richtigen Riecher gehabt. Ja, da ist sie. Give it to me, baby. Bam! Du nicht. Wie kann ich da rein? Jetzt kann ich rein. Sehr gut. Dann noch da. Und dann passt das. Schön. Komm, das bringen wir gut zu Ende. Ich will dieses Wasserlevel nicht nochmal spielen. Bitte. So. Und das könnte was Wichtiges sein, dass ich hier die Münzen folge. Es könnte sein, dass mich die Münzen hier zu einem Secret bringen. Okay, tun sie nicht. Ich dachte eigentlich, dass sie eine Strömung ausmachen oder so. Da kommt relativ lame versteckt. Ja, okay, wahrscheinlich wäre es mit dem E-Glück dann schwieriger gewesen. Ich habe es natürlich jetzt hier mit der Goldblume auch ziemlich einfach gemacht. Aber ich meine, wenn ich es mir doch schon so, wenn ich es mir so skillig hier raushol, dann verdiene ich mir das natürlich auch, ne? Ich bin gar nicht arrogant. Nein, ich doch nicht. So, jetzt ist mich da hoch. Ich werde da möglichst weit hoch an die Fahnen. Dann, okay, das war voll der Scheißsprung. 30 Münzen springen gab mal raus. Aber die Goldblume hat uns das Level hier sehr, sehr entspannt gemacht. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich mag es, wenn Wasserlevel entspannt sind. Und ein weiteres Level steht an, 3-3. Und dann beim nächsten Mal geht es dann auch in den Tower. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie wir... Okay, auf einmal ist hier ein Dschungel. Das passt jetzt mal irgendwie gar nicht zum Level, zum Weltenthema, aber... in Ordnung. Habe ich kein Problem damit. Moment mal. Ich sehe schon kommen, wir müssen hier bestimmt mal auf so Spinnen
so getimte Sprünge machen. Und mit dem Tanuki getimte Sprünge machen ist richtig, richtig scheiße. Und das ist bestimmt wichtig für Starcoin Nummer 1. So. Block aktivieren, dass wir in die Röhre kommen. Und dann... Kommt jetzt ein Spielchen auf Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich da... Okay. Oh, mit Wandsprung noch gerettet. Den Sprung auf die Spinne habe ich eigentlich verkackt. Aber mit einem Wandsprung ging das auch noch. Sehr gut. Aber ja, 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 es kommen so getimte Sprünge auf Spinnen. Und die kriegen mit dem Tanuki nicht hin. Weil ich dann immer ein bisschen zu früh drücke. Und dann macht er den Flatterflug. Anstatt sozusagen einen hohen Sprung auf der Spinne auszuführen. So, das haben wir jetzt easy gelöst. Wir haben mit einem One-Up belohnt. Notwendig haben wir es nicht. Nötig haben wir es nicht. Notwendig haben wir es nicht. So, ne. Nötig haben wir es nicht, aber nimmt man natürlich doch gerne mit. So. Da hoch. Das sieht nach Starcoin Nummer 2 aus. Ich mag das Level, aber passt da eigentlich vom Thema her rein gar nicht in diese Welt. Aber es macht sehr Spaß. So, auch hier wieder ein getimter Sprung auf die Spinne. Also die Starcoins basieren des Öfteren auf demselben Prinzip. Roten Block aktivieren. Oder roten Schalter aktivieren, dass die roten Blöcke erscheinen. Und dann mit Timing die Starcoin holen. So, hier muss ich jetzt dann doch mal was anderes machen. Schnell sein, weil die Spinnen jetzt so verschwinden. Da geht's noch hoch. Okay, wo geht's jetzt hin? Oh, ich hätte weit hoch auf die Fahnenstange gekonnt. Aber ich hab's ein bisschen verkackt. Macht nichts. Ja, Freunde, ich überlege gerade. Nein, wir machen den Tower im nächsten Part. Wir machen den Tower im nächsten Part. Und werden uns dann noch weiter hier umschauen. Ich nehme mal an. Ich weiß nicht, ob wir den Secret Exit vergessen haben. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Wenn es im nächsten Part was fehlt, wissen wir, wo wir vermutlich ein Secret Exit finden. Und zwar da unten in diesem Level. Aber danke, dass ihr wieder dabei wart. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Eure Interaktion ist einfach super in letzter Zeit. Liegt, glaube ich, auch an dem einen Video, was ich am Tag hochlade. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht bleibe ich bei diesem einen Video, weil dann die Leute es einfacher haben, meinen Videos zu folgen, alles mitzubekommen und so weiter. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein.